begrüße Sie alle recht herzlich zur heutigen Pressekonferenz. Hinter uns liegt der 8. Spieltag der Regionalliga Nordost. BFC Dynamo gegen Borussia Bautzen. Endstand 1:0 vor 993 Zuschauern. Unserem Gästetrainer Thomas Henschel geben wir natürlich zur ersten Möglichkeit, sich zum heutigen Spiel zu äußern. Ich glaube, wir haben in der ersten Halbzeit gesehen, wo wir für die Entlassung viel zu wenig getan hatten. Der BFC hatte 3-4 richtig gute Chancen, wo unser Torwart uns im Spiel gehalten hat. Wir hatten eine von Florian Hansch aus Spitzenwinkel, wo er einfach ein bisschen ruhiger agieren muss. Aber so ist das Spiel. Der eine hat die Chancen, macht sie nicht rein und wir haben dann nur plötzlich eine. In der zweiten Halbzeit haben wir uns vorgenommen, mehr Ballbesitz zu haben, zu versuchen. Ich glaube, wir kriegen dann einen ganz glasklaren Elfmeter nicht. Also den hat, glaube ich, jeder hier gesehen, nur eben das Schiedsrichterkollektiv nicht. Im Strafraum. Aber wie gesagt, wir gucken uns das ja sicherlich alle nochmal an, aber es wird nichts daran ändern. Und dann steht es 1-0 und dann möchte ich mal sehen, was dann passiert. Und der Elfmeter, der gegen uns war, gut, okay, den kann ich jetzt nicht beurteilen. Unsere Spieler sagen, alles war eine Schwalbe, aber es ist gepfiffen worden. Und diese Gegensätze ärgern mich sehr, sehr. Ja, wir haben viel Aufwand betrieben, können mit dem BFC jetzt nicht fußballerisch und spielerisch mithalten. Das hat auch, glaube ich, jeder gesehen. Das sind doch nicht unsere Ambitionen. Aber ich bin sehr ärgerlich darüber, über diese Entscheidung und ich glaube, es hat unsere Mannschaft auch vielleicht sogar einen Punkt weggenommen hier in diesem Spiel. Und ja, wir haben dann zum Schluss mit unseren Mitteln einiges noch probiert, hat leider nicht geklappt. Kämpferisch und von der Einstellung kann ich keinen Vorwurf machen meiner Mannschaft. Alles andere habe ich, glaube ich, gesagt. Glückwunsch trotzdem, also der Sieg ist trotzdem verdient für den BFC, das ist ohne Zweifel von den Spielanteilen und Chancenanteilen, aber in so einem Spiel, ich denke mal so, war eine Überraschung drin gewesen. Dazu hätten wir aber auch ein bisschen klare Hilfe gebraucht in der Situation. Die haben wir aber leider nicht bekommen. So fahren wir leider mit 0 in der Hand zurück und das ärgert uns natürlich sehr. Danke, Herr Henschel. Thomas, wie hast du die heutigen 90 Minuten gesehen? Ähnlich, oder ich muss es von meiner Seite eben sagen. Also ich bin mit dem Spiel oder mit den 3 Punkten natürlich glücklich und zufrieden. Kann es noch nicht so zeigen, weil eben wir darüber nachdenken müssen, dass das Spiel auch unentschieden hätte ausgehen können oder wir zurückliegen hätten können. Weil wenn man so eine Möglichkeit hat oder so spielt, und wir haben es sehr, sehr gut gespielt heute, wir haben den Gegner laufen lassen, ab der ersten Minute die Chancen gehabt, Gegner stand hinten tief drin und wir spielen uns trotzdem Chancen heraus. Das zeigt einfach, dass wir immer besser, immer konstanter, immer sicherer werden, was das Passen betrifft, was die Jungs betrifft, wie sie laufen, sich bewegen. Haben fast in der ersten Halbzeit nichts zugelassen, außer ein Ball, der durchgerutscht ist. Passiert, kriegt jede Mannschaft. Ob es jetzt in unserer Liga oder auch wenn wir gegen eine Mannschaft, die tiefer spielt, würde eine Chance immer jeder Gegner bekommen. Aber du gehst in eine Halbzeit rein und musst eben dann zittern. Und wir mussten bis zum Ende zittern. Das muss nicht sein. Weil das Spiel, was wir eben heute gesehen haben, aber das haben wir auch letzte Woche gehabt und öfters jetzt gehabt, wir müssen einfach von diesen Chancen, von den Möglichkeiten, müssen wir klarer arbeiten. Gut, wenn wir die Spiele gewinnen, dann muss ich hier ein bisschen ruhiger bleiben und hoffen, dass es dann so weiter bleibt. Wir haben jetzt Wochenende mit 3 Punkten und schauen eben auf morgen, was dann passiert. Danke. Danke, Thomas. Gibt es Fragen von Seiten der Presse? Thomas, du hattest vor dem Spiel gesagt, Kevin ist eventuell angeschlagen, da war aber lange Zeit nichts von zu merken. Also hattest du Bedenken, dass er die 90 Minuten nicht durchhalten kann? Oder? Er hat Donnerstag gesagt, er hätte Probleme leichter. Und ich habe gesagt, dann machst du Freitag frei und komm mir Samstag nicht, dass du nicht spielen kannst. Und so hat er es auch gemacht. Und so ist es auch gut gelaufen. Ja, man kann immer nur, ich kann nur beim Training zuschauen, ich sehe nicht viel. Er sagt, er hat ein bisschen was, dann gebe ich ihm so einen Dreivierteltag gebe ich ihn frei. Und dann ist das bei Kevin kein Problem. Auf jeden Fall heute nicht. Gibt es weitere Fragen? Wie ich sehe, ist das nicht der Fall. Dann danke ich für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche allen noch ein schönes Wochenende.